Tja, vor dem Vergnügen steht auch in der Fliegerei die Arbeit. Der Knut Jäger, der Chef der Harzer Gleitschirmschule, bereitet hier gerade ein Doppelsitzer-Motortrike vor. Ich muss gestehen, ich habe so ein Gerät noch nie gesehen und erst recht nicht geflogen. Aber heute soll es mein Jungfernflug werden. Bevor sich das Gerät jedenfalls in die Luft entheben kann oder erheben kann, ist jede Menge Vorbereitung nötig. Wie lange dauert das jetzt? Na Tino, das dauert nicht lange. Eine Viertelstunde sind wir abflugfertig. Wenn du selber lernen willst, brauchst du 20 Ausbildungstage. Na, lieber erstmal testen, ob das überhaupt was für mich ist. Knut testet unterdessen das Fluggerät. So, Tino, jetzt überprüfe ich hier mal, ob hier auch alles in Ordnung ist, dass hier keine Schraube locker ist, damit wir sicher in die Luft gehen können. Erst dann startet Knut den Motor. Der klingt wie ein Trabi, im Zweitaktmotor eben. Die 65 PS lassen das 23.000 Euro teure Motorgleitschirmtrike mühelos zum Startpunkt rollen. Erst hier wird der Schirm ausgepackt. Knut, wenn ich dieses Geknorkel hier sehe und mir vorstelle, dass da gleich mein Leben dran hängt, ist mir nicht ganz wohl dabei. Wie sicher oder gefährlich ist das Fliegen mit so einem Gerät? Also ich bin ein seriöser Familienvater. Ich fliege jetzt 30 Jahre, also das ist top sicher. Wir haben zusätzlich sogar noch eine Rettung dabei, eine Raketenrettung, die ich über eine Zündung auslösen kann. Hoffentlich müssen wir diesen Hebel nicht ziehen, der die Rakete zündet, die den Rettungsschirm auswirft. Nach wenigen Minuten liegt der Gleitschirm in Position. Es herrschen ideale Flugbedingungen. So, nun ist er also gekommen. Der große Moment meines Jungfernfluges an einem Motorschirm-Trike hat wirklich nur 20 Minuten gedauert, bis ich jetzt losgehen kann. Und ich würde sagen, Knut, gib Gas. Meter unter uns liegt der schöne Harz. Wind und Auftrieb rütteln das 400 Kilo schwere Hightech-Fluggerät, das mit 70 km/h unterwegs ist, gehörig durcheinander. Ja, liebe Zuschauer, das ist schon ganz was anderes als im Flugzeug zu fliegen. Hier spürt man den Wind, hier ist man mittendrin. Jede Böe fühlt man, das ist Fliegen pur. Wer selber fliegen lernen will, muss ca. 3.000 Euro investieren, eine ärztliche Flugtauglichkeitsprüfung bestehen und über 15 Jahre alt sein. Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. Was waren denn bis jetzt so deine betagtesten, ältesten oder jüngsten Passagiere? Naja, die jüngsten sind Kinder, die gerne mitfliegen, die sind ja immer begeistert. Und die ältesten, das begeistert mich am meisten, das war eine Dame von über 80 Jahren. Und da haben wir sehr viele, die auch körperliche Gebrechen haben, aber gern mal fliegen wollen. Die setzen mal hinten rein und die sind so happy. Die haben nachher Tränen in den Augen und Pipi in der Hose. Glauben Sie es oder nicht, mir ging es ganz ähnlich, als Knut nach knapp 30 Minuten zur Landung ansetzt. So, gut gelandet. Das war wirklich eines der spektakulärsten Erlebnisse, die ich in meiner Reporterlaufbahn jemals hatte. Und wenn auch Sie dieses Gefühl von Abenteuer und Freiheit spüren wollen, dann kommen Sie hierher an die Harzer Gleitschirmschule. Ein Rundflug von ca. 20 Minuten kostet 90 Euro, die sich lohnen.